Weiter geht's mit Stylingfehler Part 2. Leute, ich habe selbst so viele Stylingfehler begangen und aus dem Grund gibt es auch heute Part Nummer 2 der Stylingfehler. Falls du Part Nummer 1 noch nicht gesehen hast, ich verlinke dir den hier oben in den Infocards. Jetzt schießen wir direkt los. Erstens, Leute, zerknitterte Kleidung. Ja, ich weiß, wir Männer haben keinen Bock zu bügeln. Ich auch nicht. Aber wir sind alle erwachsen und mit zerknitterter Kleidung rumzulaufen, sieht einfach total Banane aus. Mein Geheimtipp, Leute, wenn ihr keinen Bock habt zu bügeln, schafft euch so einen Steamer an, hängt eure Kleidung auf und steamt dann einfach eure Kleidung. Geht wesentlich einfacher von der Hand. Das macht auch ein bisschen mehr Spaß als Bügel, kann man sagen. Kleiner Pro-Tipp am Rande, wenn du übrigens deine Kleidung direkt nach dem Waschen auch passend aufhängst, dann kommen gar nicht erst so viele Falten in die Kleidung herein. Zweitens, ich sehe es immer und immer wieder, Leute, manche Männer tragen ihre kaputte Kleidung einfach weiter und können sich von ihren Lieblingspulli oder ihrer Lieblingschino einfach nicht trennen. Kleidung ist natürlich ein Gebrauchsgegenstand, gar keine Frage, und du nutzt die Kleidung natürlich auch ab. Wenn die Kleidung aber dann kaputt geht, dann geh einfach mal zum Schneider hin, frag nach, ob man das wieder reparieren kann. Wenn ja, cool, wenn nicht, Kleidung einfach in die Altkleidersammlung oder gib sie dann einfach vollständig weg. Aber mit kaputter Kleidung herumlaufen, Leute, das geht tatsächlich gar nicht. Drittens, zu viel Logo, nichts gut. Nichts gut, zu viel Logo. Leute, wenn ihr Logos mögt, ja, dann könnt ihr gerne ein Kleidungsstück tragen, wo ihr ein Logo drauf habt. Das reicht voll und ganz aus. Wenn ihr aber Kleidungsstücke tragt, wo überall Logos drauf sind, dann wirkt das einfach viel zu Matsch. Wenn ihr vielleicht zum Beispiel einen Jogginganzug tragt, wo zum Beispiel oben ein kleines Logo ist und unten ein kleines Logo, ja, das funktioniert und das harmoniert auch zusammen. Aber wenn ihr wirklich an jedem Kleidungsstück ein riesengroßes Logo drauf habt oder Print drauf habt, das wirkt zusammen einfach nicht schön. Und dabei ist es auch egal, ob ihr irgendeine Marke tragt oder so, weil wenn ihr nämlich so viele Logos aufeinander tragt, dann sieht das tatsächlich auch relativ schnell nach Fake aus. By the way, Leute, falls ihr euch zum Thema Outfits und Styling so ein bisschen weiterbilden möchtet, dann checkt mal den Men's Style Guide aus. Mit dem Men's Style Guide bekommt ihr einfach die passenden Guidelines mit an die Hand und mit dem Gutscheincode DanielKorte20 bekommt ihr auch noch 20% auf dieses E-Book. Und das E-Book ist selbstverständlich hier unten in der Infobox verlinkt. Apropos Fake, Leute, Fake-Klamotten gehen absolut gar nicht. Das heißt jetzt nicht, fake it until you make it, geht absolut nicht. Wenn du was trägst, dann trag das Original, weil teilweise gibt es die Fake-Klamotten auch gar nicht in den offiziellen Kollektionen. Und ich sage am Ende des Tages, sieht es einfach nur peinlich aus, wenn du irgendwelche Klamotten trägst, die gar nicht real sind. Weiter geht's mit einem kleinen Detail, und zwar verdrehte Schnürsenkel. Schnürsenkel, es gibt unterschiedliche Arten von Schnürsenkel, aber ich rede jetzt von diesen flachen Schnürsenkeln. Wenn diese verdreht sind, dann sieht das einfach nicht so nice aus. Die flachen Schnürsenkel sollten auch schön, clean, vernünftig gebunden sein, damit es auch am Schuh gut aussieht. Weiter geht's mit einem weiteren Detail. Und zwar dreckige Sonnenbrillen. Wenn du bemerkst, dass deine Sonnenbrille irgendwie ein bisschen klebrig wird oder vielleicht da Staub drauf ist oder einfach nicht mehr sauber ist, dann wird es Zeit, einfach mal ein Mikrofasertuch zu nehmen, um deine Sonnenbrille zu reinigen. Ist nicht nur wichtig, wenn du zum Beispiel deine Sonnenbrille auch im Straßenverkehr auch hast, sondern das Ganze sieht natürlich auch wesentlich besser aus, wenn die Sonnenbrille einfach schön klar und sauber ist. Alte weiße T-Shirts, die unter den Achseln vielleicht auch schon so ein bisschen bräunlich werden, Leute, ganz schwierig, würde ich sagen. Mein Tipp, um das zu vermeiden, benutzt einfach Wäscheweiß, um die T-Shirts einfach lange schön weiß zu halten, und wascht die weiße Wäsche einfach komplett zusammen. Dann habt ihr die Möglichkeit, dass ihr den Lifetime Value von so einem T-Shirt einfach ein bisschen verlängert. Last but not least, gepilte Kleidung, Leute. Ich habe damals den Fehler gemacht, entweder habe ich die gepilte Kleidung weitergetragen oder sie war so sehr gepilt, dass ich die Kleidung einfach weggegeben habe. Beides nicht gut. Du kannst einfach dir einen kleinen, süßen, feinen Fusselrasierer kaufen und das Gepilte von deiner Kleidung abrasieren. Egal ob Jogginganzug, Pullover oder T-Shirt, geht super einfach von der Hand und danach fühlst du dich auch wieder wohl in dem Kleidungsstück. Falls dir an dieser Stelle jemand einfällt, der den einen oder anderen Fehler vielleicht macht, ja, dann teilt doch liebend gerne dieses Video mit ihm. Ich würde mich sehr freuen, wenn ich euch mit meinen Videos ein bisschen weiterhelfen kann. Ich wünsche euch auf diesem Wege einen maximal stylischen Tag und hoffe, dass ihr die Fehler, die ich in der Vergangenheit gemacht habe, in der Zukunft nicht mehr machen werdet.